Herzlich willkommen bei 4 Reifen und ein Klo. Heute kochen wir mal nicht, denn heute möchte ich euch den Omnia Maxi vorstellen. Lange habt ihr drauf gewartet, jetzt ist es endlich soweit. Die Maxi-Form ist da. Die Omnia Maxi-Form ist jetzt seit November erhältlich und hat 3 Liter Fassungsvermögen. Wir haben, glaube ich, anderthalb Jahre drauf gewartet. Aber dank Corona und Produktionsschwierigkeiten vielleicht ist er dann jetzt endlich da. Und die großen Familien mit ihren 17-jährigen Jungs freuen sich. Da ist er. Ja, ich habe den jetzt auch bekommen und bin gespannt, wie es wird. Wir haben heute auch schon was ausprobiert. Das Video zeigen wir euch in den nächsten Tagen. So, jetzt ist es so, dass die Maxi-Form nur als Ersatzteil geliefert wird. Das heißt, ihr braucht das Unterteil und das Oberteil von dem kleinen Omnia-Backofen. Ja, die Silikonform ist in Arbeit, die soll voraussichtlich 2022 kommen. Ja, jetzt legt aber weder mich noch den Hersteller, also Omnia Schweden, fest. Januar 2022 ist auch 2022, ja. Aber das Jahr 2022 hat 365 Tage. Von daher bitte ich euch da um Geduld und auch von Absehung von Anfragen, denn ich weiß selber nicht, wann sie kommt. Aufbaugitter, ich weiß gar nicht, ob es passt. Aber probieren wir jetzt aus. Ich würde jetzt sagen, es passt grob. Es passt wirklich grob. Also, es ist eng. Also es ist wirklich, wirklich eng. Ihr könnt es nicht drehen. Es ist schwierig. Ich würde das Aufbaugitter nicht verwenden da drin, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Jetzt im ersten Moment, wenn ihr es vorsichtig einlegt und nicht dreht, dann beschädigt ihr nichts. Ihr müsst wirklich aufpassen, weil es liegt wirklich ganz, 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 ganz nah an den Rändern an und kann natürlich Beschädigungen hervorrufen, wie leichte Kratzer oder ähnliches. Solltet ihr wissen. So, probieren wir die anderen Formen auch aus. Denn, ja gut, Silikonform, habe ich gerade gesagt, die kommt. Ich glaube nicht, dass sie passen wird. Wir probieren es trotzdem aus. Nee, sie passt nicht. Also die geht nicht bis nach unten. Also passt nicht. Aber wie gesagt, es ist in Planung. So, die Muffinform. Die Muffinform würde sogar reinpassen. Die geht sogar fast bis nach unten. Ich denke mal, die könnte man sehr gut da drin benutzen. Ich probiere es jetzt mal vorsichtig mit dem Aufbackgitter aus, weil ich lege ja immer das Aufbackgitter unter die Muffinform, damit die Muffins einfach besser gelingen. Das klappt natürlich hervorragend. Ja, gut, also 3 Liter Fassungsvermögen. Die Familie mit 17-jährigen Burschen werden sich jetzt freuen. Ich würde euch abraten von dem Aufbackgitter, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommt da auch noch eine andere Form, da bin ich aber nicht drüber informiert. Ich weiß halt nur, dass es eine Silikonform geben wird. Und dann schauen wir, was der Rest noch so bringt. So, ja, also wie gesagt, ihr braucht halt, da es ein Ersatzteil ist, das Unterteil und das Oberteil, also den Deckel. Jetzt denke ich an die vielen, vielen Mamas, die schon geschrieben haben im Vorfeld, oh, dann warte ich doch lieber auf den großen Omnia und der nützt mir halt mehr. Das Problem ist jetzt, dass ihr wirklich den kleinen braucht, wegen dem Unterteil und dem Deckel, damit ihr den Maxi verwenden könnt. Ja, wir werden nicht 4 Reifen ein Klo, wenn wir euch da nicht helfen würden. Denn wir bieten euch im Shop bei uns nicht nur die Maxi-Form und alles andere an, sondern wir können euch auch anbieten eine Maxi-Form mit Unterteil und Deckel. Und somit tun wir dann auch den Mamis, die hier einen 17-jährigen Jungen satt kriegen wollen, etwas Gutes. Ja, wie gesagt, könnt ihr bei uns im Shop erwerben, solange der Vorrat reicht in dem Fall, weil das sind auch für uns Ersatzteile. Wir haben noch ein kleines Ersatzteillager eingerichtet und wir hatten viele Deckel übrig und viele Unterteile. Und deswegen können wir euch halt auch den Maxi mit Deckel und Unterteil zur Verfügung stellen. So, und nun freut euch auf viele Videos von uns, denn wir machen auch mit dem Maxi ganz viele Videos. Wie gesagt, eins ist gerade in der Mache, das ist der toskanische Filettopf. Denn ich kann euch jetzt noch gar nicht sagen, wie die Rezepte sich verändern werden.
Ich kann euch nicht sagen, ob es verdoppelt ist, weil der Kleine hat 2 Liter Fassungsvermögen und der Maxi hat 3 Liter Fassungsvermögen. Das heißt, wenn ihr das verdoppelt, dürft ihr theoretisch nicht hinkommen. So, haben wir auch gerade schon in einem Rezept festgestellt, dass Verdoppeln nicht so einfach ist. Ja, ich werde auch versuchen, einen Kuchen da drin zu backen. Allerdings bin ich ja eher die Fraktion Silikonform für den Kuchen. Ich werde es trotzdem ausprobieren. Bin gespannt, wie es gelingt, aber das werdet ihr mitbekommen, denn ich informiere euch darüber natürlich auf unserem YouTube-Kanal, auf Facebook, auf Instagram und was weiß ich, wo ich mich da so rumtreibe. Ja, von daher, wie gesagt, Maxiform ist da. Alles bekommt ihr bei uns im Shop. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen auf diesem Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, liked uns, abonniert uns, denn es kommen ganz, ganz viele neue Sachen. Und demnach wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.